Unsere Mission sollte eigentlich im Verborgenen stattfinden, wie all die vielen Einsätze zuvor. Wahnsinn, totaler Irrsinn hier. Sicherheitstechnisch völlig wahnsinnig. Also, wenn es nach mir gegangen wäre, no way, keine Chance. Das ist ein Wahnsinn. Weder das Jahrhundert stimmt, noch der Planet, alles Irrsinn hier. Also von mir aus sofort abhauen. Das Schiff hatte uns schlicht für die falsche Epoche ausgestattet. Niemand hat erwartet, dass zwischen den Beobachtungsmissionen ein Wandel der Moden stattfinden könnte. Immerhin hat unsere Technik schon seit Jahrhunderten die Designs der Erde beeinflusst und fällt daher gar nicht weiter auf. Die Problematik beim interstellaren Flug ist ja unter anderem in der Relativität der Raumzeit zu suchen. Das ist ja alles andere als trivial. Einen Kurs nicht nur so zu berechnen, dass man beim Austritt aus dem Hyperraum am richtigen Ort ankommt, sondern auch noch in der richtigen Zeit. Jedoch ist unsere darauf aufbauende Tarnung nicht im Mindesten geeignet, unsere Mission zu verschleiern. Ich muss jede Schuld deutlich von mir weisen. Die Programmierung des Bordcomputers war korrekt. Wie könnte das auch anders sein? Ich selber habe ihn programmiert. Der Planet ist schuld. Er hat sich zu schnell entwickelt. Uns bleibt also nur die Flucht nach vorn. Können wir nicht verdeckt operieren? Müssen wir es im Gegenteil mit größtmöglicher Offenheit tun, unser Inkognito zu wahren. Denn wir haben schnell über diese Welt und ihre Bewohner gelernt, dass sie nichts glauben, was offen und klar vor ihnen liegt. Selbst wenn es ihnen in Form wissenschaftlicher Beweise präsentiert wird oder sie die Fakten am eigenen Leibe spüren. Das ist doch... Also... Aber auf mich hört ja keiner, ja? Was, ist doch völlig egal, was der Sicherheitsoffizier sagt. Wozu überhaupt? Wozu bin ich dabei? Sicherheit. Krankheit, Schwachheit, Dummheit, Heiterkeit. Also weg hier. Einfach nur weg. Also treten wir an die Öffentlichkeit und verkünden: Nein, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind gekommen, um das Ende dieser Zivilisation aufzuzeichnen. Falls es uns aber doch gelingen sollte, das zu verhindern, wäre das auch gut. Wir haben Möglichkeiten. Vielleicht hilft es ja.